Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Minecraft Glow 2. Gut, da sind wir wieder im Geschehen hier in Minecraft Glow. Und letztes Mal haben wir den Big Reactors gemacht, einen Big Reactor gemacht. Und das lief ja relativ erfolgreich. Und ja, jetzt läuft die Lohnfarm. Bisschen inkonsistent, weil das manchmal ziemlich lange dauert, bis die wieder nachspawnen. Allerdings kann man daran nichts wirklich machen, solange es noch die Powered Spawner sind. Irgendwann werden wir wohl mit Draconic Evolution auch noch einen Draconic Spawner machen. Ich habe da extra noch einen neuen Lohn Spawner gesucht. Allerdings brauchen wir dafür Wither Stars. Wenn wir nämlich mal gucken bei Draconic. Wir brauchen ja diesen komischen Draconic. Draconic Core brauchen wir. Hier das Ding. Ja. Stabilize Mob Spawners, die brauchen wir tatsächlich, um halt einen Spawner zu machen. Wir können das can be used, Shift Right Click to Spawn a Mob Single Use, natürlich sehr, sehr beknackt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das geht, muss ich mir nochmal einmal anlesen. Allerdings brauchen wir für den hier allerdings nicht die Mob Seele, brauchen wir einen Wyvern Core. Kann sein, wir brauchen auf jeden Fall Nether-Sterne. Und das ist halt so eine Sache, die kommen halt meistens von den Withern. Und da wir nicht so viele Skulls haben, nämlich nur zwei Stück, ja. Und hier noch tolle Schädel. Skull-Minion-Orb, ja, das sind auch von Special Mobs, glaube ich. Deshalb können wir diese tollen Wither-Shrub-Seeds anpflanzen. Wither-Aspect. Wither-AOE, das ist ein Scheiß. Dafür brauchen wir allerdings Netherrack, Lava. Netherrack. Nehmen wir mal hier ein Stack mit. Wir brauchen Lava. Haben wir Lava? Ne, wir haben aber Buckets. Wir haben 8 Stück. Die können wir erstmal nehmen. Gut. Und wir brauchen eine Hoe. Wir haben leider nur 31 Eisenhoes. Das reicht aber nicht. Wir machen uns einmal eine Diamant-Hoe, weil wir davon mehr haben als von Gold. Und die geht auch kaum kaputt. Deswegen nehmen wir uns mal die. Perfekt. Ja, gut, Rihanna weiß ich nicht, ob das jetzt so erlaubt ist, aber im Stream habe ich das mal gespielt, glaube ich. Gut, dann pflanzen wir das einfach mal hier hin. Dann sagen wir hier und dann kommt hier wieder noch eine Schicht hin. Ja, die werden ähnlich wie Melonen oder Kürbisse angepflanzt, nur brauchen halt Lava und Netherrack, wo sie drauf wachsen. Sonst ist das alle eigentlich exakt dasselbe. So, perfekt. Ja gut, eigentlich müssen wir alles weghauen, weil, ja, wir müssen alles weghauen. Das wird ja eh ersetzt. Da machen wir alles weg. So, dann haben wir hier noch eine Schicht. Sehr geil. Gut, Netherrack kommt dann hier hin. So. Die Seeds werden eh erstmal nicht ausreichen dafür. Ja, ich denke mal, das reicht. Obwohl man hier der Effizienz halber noch eine Schicht machen könnte. Da holst du aber den Baum für ab. Sonst fackelt der Scheiß auch ab. So, wunderbar. Gut, dann können wir jetzt das Ganze hauen. Aber erstmal machen wir hier... holen wir erstmal ein bisschen Lava. Perfekt. So. Es braucht ja still Lava, also deswegen ist das schon ein bisschen teuer. Wir können hier mal die Scheiße wegtun. So, wunderbar. Ja, unendlich sind die ja leider nicht. Wunderbar. Aua. Zack, zack, zack. So, da haben wir das erste schon mal fertig. Wunderbar. Zwei Buckets haben wir noch. Hier fehlt auch noch was. Gut. So, sehr schön. Brauchen wir hier noch einen. Da können wir schon dieses ganze Zeug mal tillen.
Nee, das geht ja nicht, ne. Kies kann man noch nicht tillen. Noch keine Modifikation reingebracht. So, durch die Lava müsste das ja eigentlich wie Wasser wirken und das geht dann nicht mehr fort. So, der Tilt Netherrack. Oh, es geht tatsächlich doch weg. Wenn es keine Lava hat. Doch, doch, tatsächlich. Es ist. Das ist ja dann logisch. Ist halt Netherrack braucht halt Lava. Oh, hier ist noch einer. Ah, das ist komisch mit dem Sticken. Zack. Braucht aber stille Lava, glaube ich, dabei. Deshalb ist das nicht verkehrt, dass wir hier überall alles. So, dann sagen wir hier mal schon einmal Lava. Dann hier noch einmal, dann sind wir hiermit schon durch. Perfekt, perfekt. So. Sehr schön. Gut, dann noch das letzte Mal. Dürfte es sein. Zack. 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 Sehr geil. Gut, da haben wir eine fließende Lava-Produktion. Und dann können wir hier den Eimer leider nicht entleeren. Können wir aber hier drin. Zack, ja, und jetzt läuft auch die Lohnfarm, da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Es hätten ja ganze Zeit diese Meldung kommen müssen. Mit irgendwelche Blazes wurden slain oder so. Das kam ganze Zeit nicht, und das habe ich gar nicht drauf geachtet. Und naja, jetzt ist auf jeden Fall alles am Laufen. Im Meta klappt das dann alles. Sehr geil. Gut, dann pflanzen wir hier diese Kacke mal an. Im Meta findet man immer diese Undertaker. Die haben dann diese Seeds da drin. Und wenn man das hier gießt, werden wir nur eine Watering Can, ne? Ich hab gar keine Watering Can gemacht, diese Serie. Naja, haben wir tatsächlich nicht, ne? Warterung. So. Diese Verbogene, die ist toll, wenn man das. Oh, jetzt in der Firma hat auch so eine Watering Can. Wenn man die in eine Maschine tut mit der Autonomous Activator. Das ist ziemlich toll. 1, 2, 3, 4. 4 Eisen. 4 Eisen, eine Schüssel. Bowl haben wir nicht. Dann 3 Holz. Lalala, tada. So, ein Bowl-Meal auch noch dazu. Craften wir mal hier auf dem Boden. Das macht nämlich ganz viel Spaß, habe ich gehört. Nein, macht es nicht, weil. Wer kam auf die Idee? Die das Schüsselrezept überschreiben zu lassen. Was ist das? Wer macht denn sowas? Das macht überhaupt keinen Sinn, aber zum Glück haben wir dafür hier diese. Ach nee, wir müssen an einen Standardwerktisch gehen. Herzlichen Glückwunsch, AgriCraft. Was? Bowl? Wer ändert das denn da? Drei Slaps, okay. Da krieg ich mir sogar viel mehr raus. Ja, okay, ich beschwere mich nicht, aber ich dachte jetzt echt, das wäre noch gleich geliehen. Vor welcher Modifikation kommt das denn? So, die hier ist empty. Dann füllen wir die mal kurz auf. Wo ist denn hier Wasser? Hier vorne, ne? Ja. Richtig gießen, jawohl. Sehr geil. Das sieht man so komisch, wenn man gießt. Gibt sich ganz viel Mühe beim Gießen. So, wunderbar. Es raucht alles schön. Die lassen sich durch Gießkannen schon beeinflussen. Allerdings ist natürlich die Bedrock hier deutlich besser. Ja, die wachsen dann schon. Natürlich werden die durch Gießen besser. Das ist so ein Scheiß einfach. Brauchen Lava unbedingt, aber mit Wasser wachsen sie schneller. Ja, das ist ganz, ganz logisch. Gut, die können wir einfach mal wachsen lassen. Zur Not holt man sich dann einfach ein paar Wither-Skelette noch im Nether, wenn man es so dringend braucht. Aber wir haben schon mal zumindest 2. Und da könnten wir bei dem nächsten eigentlich schon mal so einen Wither schlachten. Der ist ja echt nicht stark.
Wenn man den dann einmal kaputt haut und irgendwo in einer engen Gasse dann lässt, kann man noch ein paar Mal draufhauen und ich habe noch Big Breakfast auf der linken Seite. Tschüss. Wunderbar, ja gut, dann hätten wir das schon mal gehabt, dass wir hier die Withers Shrubs angepflanzt haben. Und ich möchte mal unten gucken, wie jetzt unsere Stromvorräte aussehen. Bam, 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 bam. 4000, wunderbar, das ist eigentlich schon ganz schön. Wir können eigentlich hier die... Nee, dafür können wir also Tesseract. Ja, das machen wir. Dann machen wir es jetzt erstmal. So, erstmal hier das ganze Zeug abbauen. Das leckt sowieso. Und wir nehmen den Kollegen mit. Wir nehmen uns noch einen Bucket mit Wasser. So, dann bauen wir den ganzen Scheiß ab. So, perfekt. So, dann... Ja, bauen wir das auch erstmal ab. Setzen aber noch weitere Conduits hier dran. So, dann können wir hier sagen, gute Nacht, der Herr. Der macht hier nichts mehr. Hier brauchen wir auch gar nichts mehr eigentlich. Der Tank ist auch sehr... Ja, nee, der passt da eigentlich. Ist eigentlich alles gut. Und jetzt gehen wir mal in die tolle... Nachwelt. Und machen da mal eine schöne Production mit. Mit dem ganzen Furzgas. Wir müssen auch wieder diese doppelte Funktion nutzen. Also, wir müssen diesen einen Bucket of Water. Müssen wir auch noch abrufen. Irgendwas? Nee. Wunderbar. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist alles flach und leer und was weiß ich. Ah, hier steht immer direkt Wasser. Hier ist ja Sesohausens Farm. Gewesen. Hat die auch abgebaut. Ach du Scheiße. Ja, hier war seine ganze Farm. Jetzt ist die auch weg. Gut, aber Furzgas klappte ja. Sah man ja hier. Alles voll gefurzt. Und dann können wir jetzt einfach sagen, dass der hier... Gut, das ist jetzt... Ich hoffe, das klappt. Oder es klappt einfach so. Wer weiß. Ne, erstmal bauen wir den Scheiß hier ab. Und sagen, vielleicht klappt es ja mit dem Enderfluid-Dingens, wenn er hier sagt. Muss wirklich mit der leeren Hand drauf gehen. Ja. Extract. Always active. So, dann sagen wir jetzt hier, der soll das alles an die Maschinen weitergeben. Könnte man das ja eigentlich erstmal abbauen. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt die... Eigentlich können wir die hier hochstapeln. So richtig hochstaplermäßig. Ja, wäre eigentlich... Alter, das geht nicht, weil ich jetzt da stehe. Sonst macht auch keinen Sinn, ey. So, dann sagen wir hier, so ein Mist, ey. Ja, das klappt schon. Wunderbar. Geil. So. Gut, das ist jetzt doof, weil wir das... Ach nee. Oh ja, geil. Wir sind auch gar keine... wir müssen eine Flying Cow werden. Ist hier schon ein Connector dran? Ja, ist hier. Da ist es, da ist es, da ist es. Und dann nehmen wir mal einen Tesseract, den wir uns jetzt gespart haben durch den Big Reactor. Und der sagt einfach, Receive Only. Gut, der nimmt die ganze Energie auf. Und wir müssten jetzt eigentlich die ganzen Schwachköpfe drehen. Manche sind ja schon gedreht tatsächlich. Ja.
Wunderbar, produzieren die jetzt. Gut, die brauchen halt auch noch alle noch Wasser, ne? Das ist die Sache. So, wir sagen dann jetzt hier mal ein Aquarius Accumulator hier einfach hin. Nee. Nee. Perfekt. Dahin hin, dahin hin. So, sehr geil. Ender Fluid, haben wir noch irgendwelche Fluid? Na, zwei. Obwohl wir auch die Fluiduct einfach nehmen können. Wir müssen das jetzt ja nicht verschwenden hierfür. Wie werden die nochmal gecraftet? Das war Invar und Blei war das. Invar haben wir. Doch, Invar haben wir. 10 und 5 LED. Da haben wir wieder genug. Weil das Wasser ist ja egal, wie es da drankommt. Es ist eigentlich auch wieder egal, wie es dann aussieht. Ja, hier haben wir eine Werkbank. Eine Werkbank. Der Werkbank. So. So, 46 Harden Fluiduct. Perfekt. Oder machen wir lieber mal geradlinig hoch. Und sagen hier schon mal. Das geht jetzt gar nicht mehr gleichzeitig. Egal. Sagen wir hier mal an die. Ah, nee. Das geht gar nicht mit dem. Es müssen Enderdinge sein, ja klar. Ich bin so schlau, weil man ja dafür hier die tollen. Ja, es gibt auch noch diese Redstone Conduit-Dinger, aber ich glaube, das ist besser, wenn man das jetzt hier mit den Fluid. Der kriegt ja hier auch schon Fluid, mehr oder weniger. Obwohl, das ist eigentlich effizienterweise könnte man das jetzt ja eigentlich so machen, dass wir hier. Dass man hier noch aus Glas. So eine Art Becken macht und man dann einfach hier drauf setzt. Man muss ja gar nicht so was schwenden. Da sagen wir hier einfach keine Outputs, nur nach links. Da kann der hier das direkt abladen und da kriegen die auch ihr Wassergedöns. Und der Turm, den kann man echt erweitern. Das ist eigentlich viel besser als vorher. Das ist echt geil. Dann holen wir mal ein bisschen Glas, weil das einfach Glas dazu passt. 20 Stück. Wir haben eh eine Silk-Touch, da macht das nichts. Hier müsste einer hin. Hier und hier. Dann da. Da. Können wir richtig schön verschwenderisch sein hier. Weil wir ja hier dann. So, wir brauchen auch die Ecken nicht. Das ist auch unnötig. Und das auch. Und das hier erst recht. Sonst wird es ja gar nicht klappen. So, perfekt. Die Buckets können wir hier unten wieder auffüllen. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass man hier so eine unendliche Wasserquelle einfach mal hat. Auch wenn die überall Flüsse sind. Zack. Und zack. Und jetzt dürfte eigentlich jedes Dingens. Wasser bekommen. Ja, jeder kriegt hier Wasser, das ist wunderbar. Und dann können wir jetzt eigentlich die Hebel anbringen. Das ist doch mal sehr geil. Wir haben mal ordentlich Fortschritte hier gemacht mit Energiegewinnung. Und der Tesseract, der kriegt jetzt hier oben auch die Energie dann. Hier ist halt wirklich Receive Only. Sehr geil. Und die Farben dürfte eigentlich auch immer klappen, weil der Chunkloader steht. Da werde ich den auch mal abbauen. Und mal, ja, auch irgendwie hier hinstellen. Hier neben sagen wir Owner to Server und sagen hier 3x3. Das reicht auch. Weg mit dir. Weg mit dem Muskel. Da. Das macht prinzipiell auch nichts. Och nein, ja, die Hebel werden ja weggeschwemmt. Och, Alter. Aber hier geht das. Nee. Natürlich bedenke ich nicht sowas. Sowas bedenke ich natürlich überhaupt nicht dabei. Stimmt, der Hebel wird ja weggespült. Warum? Warum? Och nö. Dann setzen wir gerade mal noch.
Machen wir hier mal wieder dicht. Ein Hebel ist sowieso doof. Machen die mal alle an. So. Sehr geil. Da müssen wir nur noch die Wasserproduktion mal woanders hin tun. Ja, das ist, hatte ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Aber sowas, so, an sowas denkt man halt auch nicht, dass sowas Bullshittiges passiert. Ja, ja, fließ ruhig runter, fließ ruhig runter. So, und dann kommt hier das weg. Ja, ja, fließt ruhig schön, schönes Wasser, fließt ganz viel. Tu, was du nicht lassen kannst. Hier brauchen wir auch kein Glas, streng genommen. So. Dann hier. Hier, hier, hier. Einfach mal komplett dieses ganze Gebiet hier eingrenzen. So. Alter, natürlich wird... Alter, die soll ich hier so missgestalten. So. Perfekt. Hier muss auch kein Glas hin. Hier auch nicht. So, und hier kann man einfach sagen, Wasser wieder, Wasser am Arsch. Wasser am Arsch. So, und noch hier einmal Wässerlein. Perfekt, das können wir gleich abbauen. Und erstmal hier ganz wichtig... einen Hebel. So. Ah, es ist so gut, dass wir das haben wir jetzt echt optimiert. Und natürlich einen Fluid. Dahin. Und hier sagen wir einfach, der Output. Hier alles weg. Und der Output ist von hinten, nicht wahr? Nein, von rechts. Zack. Wunderbar. Und das Ganze wird schön übertragen. So, hier lassen wir noch... Hier brauchen wir auch. Hier auch. Hier nicht. Sonst ist, glaube ich, überall das Glas sinnvoll. So. Weg, 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 weg. So, perfekt. Stock haben wir auch aufgegessen. Jo, wir sind bis 20 Minuten, das passt ja optimal. So, der lässt kein Wasser mehr übrig. Warum arbeiten die hier nicht? Wenn man hier auf diese Dinger geht. In and out, Auto Extract. Warum arbeiten die nicht, ist die Frage. Tja, die Scheiße von den Kühen kriege ich jetzt erstmal hier. Ja, Wasser ist erstmal eine Sache. Auto Extract, ja gut, er weiß ja, wo das reingehört. Trotzdem müssten die arbeiten, weil egal, was sie diese Pipes jetzt hier sagen, die haben genug Gas. Und dadurch müssten die eigentlich funktionieren, weil wir ja vor allem auch die Hebel eingeschaltet haben. Die braucht ja keine Lava, das ist halt so. Stimmt, warum war der auf Receive? Und warum arbeiten die... Ach, die Kabel waren komplett ausgelastet. Deswegen haben die Maschinen gedacht, dass die keine Energie mehr produzieren müssen, weil die ja alles hatten. Aber klar, es ist... Ja, Send Only ist logisch. Macht ja auch Sinn. Was anderes geht ja auch nicht. Der soll ja nur senden. Wunderbar, jetzt klappt das sogar. Jetzt gehen die auch alle an hier und die sollten auch alle Wasser und Gas haben. Der Chunkloader ist gesettet. Sollte alles... Was zur Hölle? Ach so, das... Warum ist hier Netherrack? Egal. Ja, gut. Die Kuhfarm, die läuft auf jeden Fall wunderbar. Und wir gucken zu Hause mal, was die Energiereserven sagen. Und dann haben wir schon wieder eine Folge in Überlänge, kann man sagen.
Aber das macht nichts. Hoffentlich machen die Maschinen alle so weiter in der Farmwelt. Naja, das sieht auf jeden Fall ein bisschen ansehnlich aus, kann man ja sagen. Da werden wir uns dann wohl in der nächsten Folge, wenn es alles glatt läuft und ich nichts anderes zu tun habe, uns den Redstone Furnaces widmen, die auch nochmal ordentlich Strom ziehen werden. Aber sonst passt ja alles und wir haben so viele Lootbags, ich will gar nicht wissen, wie viele Lootbags wir haben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Lore 2. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.